Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 4. Letzt Part haben wir den nächsten Feind of Water besiegt, also von vier Elementen. Das war. Moment. Ich muss gerade nachdenken. Ich vergesse immer den Namen. Kagnazo, genau. Und dann haben wir erfahren, dass Kain und Goldbest den nächsten Kristall von uns wollen. Zum Austausch für Rosa. Hallo? Sonst geht's denen gut, oder? Auf jeden Fall geht's jetzt nach Toroya. Es hat geheißen, der Kristall, der jetzt, den sie suchen, ist schwer versteckt. Und ich muss jetzt ein bisschen kaufen hier. Okay, viermal Blumpted. Okay, mal dreimal, falls ich schon habe. Dann muss schauen, was ich alles habe. Denn der nächste Dungeon, der wird schwer, wenn ihr, ja, wie soll ich sagen, eine bestimmte Rüstung angelegt habt. Mehr sage ich dazu nicht, weil sie ist einfach nur krass und ich sehe gerade, Sid hat keinen Helm. Hallo, hallo, hallo. Na, sonst ist alles Paletti, wie? Es wäre von Vorteil, wenn alle diese Lederrüstung und, meine Güte, Young hatte nicht mal Waffen, und alles überhaupt ausgerüstet, was geht. So, ich habe ein Leder gesehen. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Das müsste reichen. So, die Ritterrüstung, die behaltet ihr auf jeden Fall. Die hier auch. Man muss nur umrüsten auf die leichte Rüstung, könnte man sagen. Warum? Das erkläre ich euch später. Tu es einfach. Tu es einfach! Da können wir mal schon ganz gechillt die Musik anhören. Oh, ist die nice. Was da jetzt besser ist, ist jeden selbst entscheidend. Convict. Okay, Lederrüstung ist sogar besser wie dieses Convict. Und für dich, mein Freundchen, gibt es auch was. Was? Achso, ja, sorry. Und du bekommst einen Rubinring. Bloß nicht den Eisen anlegen. Bloß nicht. So, dann kann ich ein bisschen was verkaufen. Das mache ich natürlich wieder offscreen. Okay, ich weiß nicht wirklich, was ich verkaufen soll, also habe ich nicht wirklich so viel verkauft. Nur das alte Schwert, das keiner braucht. So, was gibt's hier für Waffen? Auf jeden Fall einmal, das haben wir schon, einen Großbogen. Jetzt sollte man zweimal kaufen. Und dann Munition für die Bögen. Wie viel? Das ist die gute Frage jetzt. Sehr viel. 20 Schuss, 30, 40, 40 Schuss. Eis und Lightning, das müsste reichen. Wenn nicht, dann nicht. Den Bogen gebt ihr Sid. Den Großbogen, ja, den gebt ihr Sid. Und einen gebt ihr Cecil. Das macht ihr. Wenn ihr das nicht macht, dann riskiert ihr ein Game Over, Leute. Also, have fun. Wieder Great Bow und du bekommst die Blitzpfeile. Yeah. So. Wenn wir schon dabei sind, kommt Sid in die hintere Reihe. Und ich habe für Young noch immer keine Waffen. Das ist ein bisschen nervig. Aber er kämpft eh mit Händen, also von daher ist es egal. So, was gibt's in Toroya noch, außer diese, man könnte sagen, fast Noob-Ausrüstung? Hier hinten gibt's etwas Witziges, wenn man genug Gil hat, nämlich 10.000. Ich habe das gerade noch, also kaufen wir uns mal diese Mitgliedskarte. Der sagt, habt ihr eine Mitgliedskarte? Ja, die habe ich gerade eben gekauft. What the hell? Wo ist sie denn? Mal ein bisschen sortieren hier. Diese. Show in Town. Ich glaube, der ist es. Nehme ich gleich als erster Stelle, dann will ich das finde. So. Da ist er. Ha! Bitte sehr, meine Herren, meine Damen. Mal sehen, was da unten ist. Das ist ein Geheimweg, den habe ich erst sehr spät im Spiel gefunden, weil ich nie das Gil hatte. Und hier ist ein Königspub. Willkommen! Ich hoffe, es ist hier Showtime! Bitte genießt die Show! Und bitte sehr viel Trinkgeld geben. Mal sehen. Es wird ganz rot. What the hell? Wah! Sind wir in einem Puff gelandet, Leute? Er sieht ganz danach aus. Kein Kommentar.
Alter, die Programmierer haben doch ein bisschen gelitten, oder? Was? Ey! Ich will trinken! Yeah, yeah, yeah! Gib mir was! Dann können wir heute Nachmittag wieder mal was machen! Ach nee! Ach meine Güte! Die Programmierer sind doch ein bisschen schräg! Gefällt mir! Tja! Schöne Feier, meine Damen. Jetzt kann man zu deren Räumen hingehen. Was ich auch interessant finde, die sind wohnen gleich hier um die Ecke. Das sind offene Kisten, keine Ahnung, was da drin war. Ja! Was glaubst du, was du hier machst? Bitte haltet euch fern von diesem Umkleideraum. Ja, das ist der Umkleideraum. Wahrscheinlich waren dort die Damenanzüge drinnen. Tja, nach dieser lustigen Einlage könnte man sagen, ich muss da immer lachen, ey. Ja, geht's auf zum Schloss von Teuroya, weil, Moment, ich muss kurz schauen, beziehungsweise nachdenken, ob ich irgendwas vergessen habe. Und ja, hier gibt's versteckte Items, nämlich, hier liegt wer in der Sonne, da habe ich immer gemeint, die ist tot, aber die liegt in der Sonne. Sagt, bitte lass mich allein, die Sonne mich. Und hier war doch nichts Verstecktes. Okay, aber hier im Lagerraum, da war was. Oh, ich bin schon wieder zu weit vorne in der Geschichte, sorry. Hier ist die schwarze Schokopo-Farm. Die erklären uns, dass schwarze Schokopos sehr selten sind. Und hier wohnen sie. Schwarze Schokopos. Eigentlich sind sie lila. Die sind doch nicht schwarz, die sind lila, oder? So lila-rosa. Hat was. Lillere Schokobos, heute im Angebot. Autsch. So, da oben ist wieder ein Naming Way. Den besuche ich gleich. Es geht nämlich... was macht der? Hallo? Hey! Das ist... Das und Gott für Hörns. Das hier braucht sehr harte Hände. Ah! Warum schaust du auf mich? Geh weg! Ah, ich verstehe. Er schaut den Damen beim Schwimmen zu. Ich glaube, ihr wisst jetzt, was ich meine. Ach du meine Güte, dieses Spiel ist doch krank. Aber ich find's witzig. Hier raus kann man nicht. Das ist nur eine Abzeichnung, die keiner braucht. Wozu da ist, keine Ahnung. Hallo, Nemingway. Nein, ich nicht Schwimmen wechseln, aber damit ich dich gefunden habe und ich will hier vorbei. Ich will da rüber, Freundchen. Ich will da nach rechts. Danke. So, nämlich da ist ein Geheimweg zu diesem Gras da hinten. Dann habe ich auch beim ersten Mal spielen gefunden. 1000 Gil. Dann hier ist auch was. Ein Trockenäther, ein Äther und ein Skeptol. Hat du das über Echhör gehört? Es ist eine wunderbare Pflanze. Du kannst damit Stimmen aufnehmen und übertragen. Oh, sowas in der Art Funkgerät. Als Pflanze. Why not? Und dann Hemingway dreht durch da im Wasser. Hat wohl so viel Wasser getrunken. Der Gute. Naja, nachdem ich diese Secrets Items gefunden habe, geht's auf zum Schloss von Teuroya. Jetzt aber wirklich. Man könnte noch mit ins gehen, aber das besuche ich später. Soweit ich weiß, gibt es da einen Tänzer. Weiß nicht mehr ganz genau. Jetzt sind wir in Teuroya und dieses Schloss hat eine geile Musik. Eine chillige vor allem. Ich finde lustig, diese Damen hier, das sind Wachen. Ja, das sind Wachen. Das Schloss Teuroya ist von Damen besetzt. Jetzt könnt ihr in den Kommentaren schreiben, wer von euch würde sich da wohlfühlen. Schau mal, ob der Kristall überhaupt da ist. Er ist nicht da. Wo ist er hin? Fragen wir mal die Damen, die hier vor der Tür stehen. Vielleicht wissen die etwas. Der Erdkristall wurde Moment, er ist bestowed. Achso, hat Teuro beschützt mit der gesegneten Natur.
Wenn wir den Kristall verlieren, wird diese Region nicht mehr befruchtbar sein. Sie wird ausrotten. Das war nicht gut. Dunkler Elf ist schwach gegen Metallwaffen. Um seine Schwäche auszugleichen, hat er ein immenses gravitationales Feld in seiner Höhle. Ein immens Gravitationsfeld, so heißt es. Der dunkle Elf lebt in Nordosten. Ja, was hat es mit dem zu tun? Wenn ihr den Kristall wieder zurückbekommt, dann leihen wir euch. Aber bitte bringt ihr zuerst zurück. Ach so, wurde er gestohlen oder was? Wir können euch den Erdkristall nicht geben. Aber wenn ihr uns zurückgebt, dann leihen wir ihn euch. Wenn ihr Metallwaffen und Rüstung in der Höhle ausrüstet, Nordosten, dann könnt ihr euch nicht bewegen. Das ist richtig. Und darum legt alle metallene Rüstung ab, Leute. So wie es ich gemacht habe. Der Elbkristall? Er wurde gestohlen vom dunklen Elf. Der Heroia ist... Wird von uns geführt. Die 8 Kleriker. Ja, eindeutig. Wir sind mit der Erde aufgewachsen. Der Erdkristall segnet uns, aber er ist gestohlen worden von dunklen Elfen. Aha. Und das mit den Metallwaffen, das solltet ihr ernst nehmen, Leute. Keine einzige Metallrüstung, keine einzige Metallwaffe ausrüsten. Ansonsten, wenn ihr es 4-mal macht auf allen Charaktere, dann ist Game Over. Kein Scherz, Leute. Dann ist Game Over. Und hier links wohnt hier jemand. Wir haben einen verletzten Patienten. Bitte seid so still. Den kennen wir doch. Das ist der Bade. Gilbert. Ich mag diese Musik einfach, die Gilbert spielt. Du bist Cecil. Du hast überlebt. Dank Gott. Ich werde auch kämpfen. In deiner Zustand, den du jetzt hast, bleib im Bett und schlafe. Das ist ein Befehl. Meister Teller, es tut mir leid. Für meine Schwäche. Ich war nicht möglich. Anna könnte noch leben. Wer weiß. Sir Gilbert, ihr müsst euch jetzt auf euch selbst aufpassen. In dem Moment. Young, du bist also in Sicherheit. Dann redet ihr auch? Schaut schlecht aus. Ich konnte sie nicht retten. Die Rydia. Oh, das ist schrecklich. Um es noch schlimmer zu machen, jeder muss kämpfen. Und ich bin hier im Bett gefesselt. Ah, ich will kämpfen. Es ist okay, wir haben die Enterprise und mich. Ha, wir schaffen das schon. So, du bist Gilbert, ich habe gehört über dich. Sei unbesorgt, wir schaffen das und wir werden. Und du wirst bald wieder gesund, mein Freundchen. Ihr seid Sid, dann habt ihr ein Luftschiff. Naja. Cecil, wo ist Rosa? Bitte sag mir nicht, dass Goldberg sie wirklich entführt hat. Und ja, er hat auch Kane in seiner Kontrolle. Sie haben eine Macht. Und mit dieser Macht wollen sie Rosa für den Erdkristall tauschen. Sie haben es uns aufgefordert. Aber der dunkle Kristall wurde gestohlen vom dunklen Elf. Dunkler Elf, da war doch was. Cecil, nimm das. Was ist das? Bitte, nimm es. Wir bekommen das Echo Air, was wir vorhin gehört haben, damit man da Töne, Stimmen oder ganze Texte übertragen kann. So eine Art Funkgerät. Cecil, ihr müsst Rosa retten. Aha. Okay. Machen wir. Lord Gilbert ist hier. Ruht sich auf. Ich? Nee, ich bin nur die Krankenschwester. Die Lady ist der Doktor. Wie sagt man zu einer männlichen Krankenschwester? Krankenbruder? Das hier ist die Harfe. Also. Krankenschwester ist klar, die hilft dem Doktor. Aber was ist, wenn der ein Mann den Doktor hilft? Ist das dann ein Krankenbruder oder heißt das anders? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich weiß doch nicht viel davon. Vielleicht wisst ihr etwas. Und hier rechts müsste ein Raum sein. Ja, sogar drei.
Hier gibt es nämlich Schätze, Schätze, Schätze. Ah nein, da komme ich noch nicht vorbei. Die will nämlich, dass wir die Erlaubnis haben dazu. Dann hier gibt es nix. Schade. Und ganz rechts. Ach, da, mein Lieblingsschatzraum. Überall, wo man hintritt, geht irgendwann mal eine Tür auf. Hier bekommen wir ein Zelt, noch ein Zelt. Dann geht's hier ein High Potion, noch ein High Potion. Ich finde gut, dass die Türen nicht mehr zugehen. Haha, das wäre krass. Ein Äther, wieder ein Äther. Und zu guter Letzt ein Rubinring und noch ein Rubinring. Und wozu habe ich dann die gekauft? Naja, man kann nicht alles haben. Raus hier jetzt aus Teuroia, wir haben jetzt genug gehört. Wir haben gehört, dass der dunkle Elf den Erdkristall hat in seiner Höhle. Ein riesiges Gravitationsfeld ist, damit seine Schwäche ausgehebelt wird. Gut. Eher nicht gut. Wie besiegen wir ihn dann? Entweder mit Magie oder von Monk-Techniken. Naja. Mit dem Luftschiff kommt man nicht weiter, man muss hier nach Norden. Und dort ist ein Schokobobal, das habe ich im letzten Part schon angesprochen. Genau her. Hier ist der Schokobowald und hier wohnt ein schwarzer Schokobo. Mit dem kommt man jetzt weiter. Okay, lilaer Schokobo, ist ja nicht schwarz. Ihr habt einen schwarzen Schokobo gefunden und der hat eine geile Musik. Richtig Party, jetzt geht's richtig rund und. Ich mag diese Musik. Du ist richtig fetzig! Schokobo, Schokobo, Schokobo! Yeah, yeah, yeah! Durchdrehen, durchdrehen! Yeah! Schokobo-Musik! Okay, lassen wir das. Hier landen, dann landet der Schokobo. Nein, hier. So. Speichern, nicht vergessen. Und damit wir es mal sehen, was passiert, wenn man Eisenrüstung anlegt, gebe ich Cecil jetzt mal seine Rüstung zurück. Seine Ritterrüstung. Nur für einen Kampf, ja? So wie das klar ist. So, und hier sind wir. Der Höhle der Stärke. Oh, boah. Was für eine Gravitation, hey, krass. Wir können hier keine metallischen Sachen ausrüsten. Ich und meine Clowns sind in Ordnung. Ha, ich habe auch meine Magie. Ja, wie gesagt, die zwei helfen uns jetzt. Und jetzt habe ich schon mal einen Kampf. Und man sieht, Cecil ist paralysiert. Er kann nichts machen. Rein gar nichts. Es kommt davon, wenn man die Ausrüstung davon ausgerüstet hat. Und ich muss jetzt mal Bio einsetzen. Ja, Sid macht nicht viel Schaden. Das könnte besser sein. Bio! Boom. Doch nicht tot. Was halten die aus? Okay, HP run out. Bam. Irgendwann sind die tot. Irgendwann. Und dann? Ah, die kommen dann immer mit Needle. Das nervt ein bisschen. Und es... Ah, ich sollte mich vorhin heilen, ne? Wäre nicht schlecht. Mir ist nämlich die MP ausgegangen. Lulz. Jetzt schon. Boom, tot. Tja, da sieht man, was passiert. Und Cecil erlernt Kur 2. Unnötig. Sein Kur 2 ist wirklich einer der schlechtesten, die ich kenne. Magic, ich will ausrüsten. Die Ritterrüstung weg. Und die Lederrüstung anziehen. So. Und jetzt kurz die HP-MP aufladen mit einem Zelt. Das habe ich komplett vergessen. Sollte ihr auch machen. Oder im Innenschlafen von Teuroia. Wie ihr wollt. Sips. Let's go. Hey ho, let's go. Speichern. Und dann geht's schon rein. Taylor hat unnötigerweise ein Level erreicht. Und ich sehe schon, dass ich schon wieder bei 20 Minuten bin bei der Aufnahme. Tja, dann sage ich hier, bis zum nächsten Mal, Leute. Was uns in der Höhle erwartet, seht ihr im nächsten Part. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.